wird kein Spiel mehr machen. Fehlt der Mannschaft natürlich heute. Wegberg Beek in Weiß und Schwarz, jetzt von rechts nach links. Fortuna Köln von links nach rechts in Rot und Weiß. Und die Jungs haben eine richtig, richtig breite Brust. Sehen wir jetzt hier schon die erste Chance. Und das war direkt mal Dominik Lanius, der da sein erstes Ausrufezeichen gesetzt hat für die Kölner. Und wieder Dominik Lanius, schöner Ball. Owusu hatte sich da weggestohlen, komplett frei. Bringt den rein, Suenajar. Schön im 1 gegen 1, legt wieder ab, die Chance zum 1-0, da ist es. Mit Ansage. Torvorlage Nummer 15. Und am Ende veredelt die Nummer 9. Leon Demey mit dem 1-0 für Fortuna Köln. Wieder Poggenberg. Najar in der Mitte, ist es Demey. Gut dazwischen gegangen, Owusu. Der kann jetzt Najar einsetzen, macht das auch, die Chance zum 2-0 zu Najar. Gut gehalten von Stefan Zabel. Wegberg Beek in Führung hätte bringen können. Die guten Paraden auch von Stefan Zabel, der die Mannschaft hier auch weiterhin noch beim 0-1 behält. Und jetzt die Chance zum 2-0 und solche Dinger sind es natürlich auch. Das ist der Kampf, der Einsatz, den man sehen will. Auf der Linie dann noch geklärt von Sebastian Wilms. Francis Ubabuike, der da das 2-0, der den Torschrei schon auf den Lippen hatte. Und dann ist es Sebastian Wilms vor der Linie, der das 2-0 für die Fortuna verhindert. Damit geht es in die Halbzeit. Die Fortuna führt mit 1. Hat hier ein feines Füßchen, Mike Kühne. Guter Ball. Chance aus dem Hinterhalt. Ja. Guter Freistoß von Mike Kühnel und dann aus dem Hinterhalt trudelt der Ball am Ende am Tor vorbei. Klefisch da mit dem Ballverlust im Mittelfeld, die können wehtun. Najar auf Ubabuike. Kommt er da noch dran? Ja, kommt er dran. Flankt in die Mitte und hinters Tor eigentlich. Der hat die Torauslinie schon überschritten. Und deswegen gibt es Abstoß statt Tor. Sehen wir hier nochmal, der war schon im Aus. Und dann Leon Demey geht trotzdem auf Nummer sicher. Drückt ihn lieber mal über die Linie, zählt am Ende nicht. Wird jetzt positionsgetreu ersetzt. Diamond im guten Spiel. Zeigt sich immer wichtiger im Spiel der Fortuna. Und das war Najombe. Der einmal abgeschlossen hat. Die beste Torchance in Halbzeit 2, muss man ja sagen. Am Abstiegskampf bestehen zu können. Jetzt vielleicht nochmal. Der rutscht durch. Alwicher. Leersmacher. Chippt den hoch rein. Arifi. Muja Arifi. Was macht er daraus? Passage. Und da ist der Handaufschrei von Försterling. Soll es Handspiel gewesen sein? Najar jetzt. Mit dem letzten Spurt über die linke Seite bringt er den nochmal rein. Najar alleine gegen alle. Försterling mit dem 2-0. Da ist der Deckel drauf und der Abpfiff zeitgleich. Hinten den Schuss geblockt und vorne das Ding veredelt. Das 2-0 durch Kai Försterling. Deckel drauf, Ende aus, Mickey Maus. 2-0 gewinnt Fortuna Köln und robbt sich damit an die Tabellenführung heran. 2 Punkte jetzt hinter Rot-Weiß Essen. Und Preußen Münster verliert zeitgleich gegen den SV Rhön. Ja, Leute, das Video muss jetzt fertig werden. Wie ist das jetzt hier? Was ist hier? Playlist. Ja, okay. Und hier unten? Abonnieren. Ja, und war's das? Oder ist hier noch was? Letztes Video. Ja, sag ich ja. Alles gut.